So, heute sind wir bei Simon der Koch. Oder was machst du nochmal genau? Warte, ich muss erst meinen Manager anrufen. Wir machen buntes Beetegemüse. Wow. Gelbe Beete, rote Beete, Ringelbeete. Guck mal, aber das ist nur Gemüse, es ist nur Gemüse, was du das machst. Abgerubbelt hier im Voraus. Können wir da so einen Sexfilter oder irgendwas drüber machen? Hier, Ringelbeete. Wow, das hab ich nie gesehen, Mann. Das kommt dann später alles auf die Tiefkühlpizza, ne? Was noch viel wichtiger ist als so ein Kamerakran oder so irgendein Setup, ist auf jeden Fall Capri-Sonne Safari, Bruder. Viel wichtiger. Scheiß auf Kamera, scheiß auf alles. Hauptsache, wir haben hier, das Team hat wie Capital, bra. Capri-Sonne Safari. Oh, so ein bisschen bunte Beete, hä? Oh, Scheiße. Was hast du denn Block eigentlich drauf? Juppa. Oh, ja, so wie es aussieht, ja. So, und die gibt's jetzt gleich. Das sind keine Rindersteaks, das ist Fake, der Name. Das sind Erotiksteaks. Geile ist als Filmemacher, du darfst es halt einfach komplett fressen. Der Koch kann mich eher am Arsch lecken, der hat eh nichts davon, aber wir essen das später. Boah, Leute, das ist unsers. Ich zeig euch jetzt mal was. Das ist unsers. Ich zeig euch jetzt mal was. Was willst du zeigen? Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, ich zeig euch jetzt was. Das ist original Proberind. Habe ich heute in der Metro anschauen dürfen. Anschauen dürfen? Ja, leider nicht probieren. Also wann bereitest du das zu, dass wir es essen dürfen? Setz alles daran, dass wir Proberind machen. So, das Erotiksteak brät. Und du kriegst nichts. Also es gibt Leute, die kochen. Und es gibt Leute, die töten das Fleisch. Simon, der Koch fackelt hier die Küche, aber ich weiß es nicht. Tiet! Ja, das sind die Zutaten für das Gericht, natürlich. Brauchen wir noch eine Safari. Wir wollen nämlich auch so einen Deal mit Safari. Und deswegen immer schön Werbung machen für Safari. Und ich weiß nicht, wie du es verwendest, aber irgendwie kriegst du es. Okay, das sieht jetzt aber wirklich komisch aus, das gebe ich jetzt aber wirklich mal zu. Obwohl ich sowas nicht mache, aber ich kenne sowas, ich habe sowas schon gesehen. Eins wissen. Okay. Wo ist denn deine Tiefkühl? Hier oder was? Ja. Weil ein Koch mit einer Tiefkühlpizza ist für mich kein Koch. Ist er real oder ist er fake? Wirklich nur, wirklich nur Tartuffo drin, Alter. So machst du das mit jedem Tartuffo. Auf jeden Fall. Für mich auf der Couch, dann, weißt du? Auch noch so ein Punkt, wenn ihr irgendwo bei einem Kunden seid, auch ein wichtiger Filmemacher-Punkt, einfach mal die Visitenkarten einfach irgendwo hinlegen. Und irgendeiner wird nämlich kommen und wird es lesen. Und vielleicht ist der interessant für uns. Das wir immer schön verteilen, ne? Des Films. Die Kaffeemaschine, ne? Und morgen kommt ein Anruf, wir brauchen ein Video. So, so sieht es aus am Ende. Und so ein Cooking. Sieht auf jeden Fall aus wie nach einer ordentlichen Hausparty. Auf jeden, machen wir die Spiele auf hier. Die schon das dritte Mal gelaufen, das Ding. Ja, also ihr seht, ist nicht so einfach. Wie das Endprodukt aussieht, seht ihr dann wahrscheinlich im Februar auf der Seite der Metro, auf Facebook. Und wir sind fertig, wir sind fett. Ich sag, ciao Simon. Was geht ab? Bis nächstes Mal.